CP Films, der weltweit größte Folienhersteller, setzte seine Luma-Sicherheitsfolien für Fahrzeuge kürzlich einigen simulierten Angriffen aus. Sie werden gleich den Unterschied zwischen normalem Fabrikglas ohne Folie und demselben Glas mit einer 7 mm starken Luma-Sicherheitsfolie sehen. Es werden weniger als 4 Sekunden benötigt, um die Scheibe einzuschlagen, die Wertsachen zu ergreifen und zu fliehen. Nun werden wir den Test mit der Luma-Sicherheitsfolie wiederholen. Mit der Luma-Sicherheitsfolie auf der Scheibe waren mehr als 44 Sekunden nötig, um in das Fahrzeug eindringen zu können. Die Scheiben sind der Schwachpunkt bei Einbrüchen in Fahrzeuge. Nach Schätzungen der Polizei erfolgen mindestens 60% der Taten durch Einschlagen einer Scheibe. Die Polizei geht davon aus, dass eine Verzögerung von 10 Sekunden ausreicht, um einen spontanen Einbruch zu verhindern. Die 7 mm starke Luma-Sicherheitsfolie verzögert bei diesem Test das Eindringen in das Fahrzeug um 40 Sekunden.